der kickt dich jetzt einfach so von seinem vom Pokémon runter. Genau. Der heißt Milos. Milos? Ja, Ricardo Milos. Oh, echt jetzt. So, jetzt könnt ihr mich hören. Ich weiß nicht, könnt ihr Jens hören? Jens, rede. Oh, man kann Jens nicht hören. Warum schätze ich das immer um hier? So, rede, Jens. Rede. Jens? Jens, jetzt rede, hör auf zu lächeln, rede. Jens. Ich will gucken, ob es funktioniert. Ich würde es eh nicht. Okay, es funktioniert. Scheiße. So, Anna, was geht? Was geht? So. Ich habe schon mal den Stream gestartet. Wir warten erstmal noch, bis Jens das hat. Aber es ist ein Fehler von uns beiden aus. Denn wir haben jetzt eine neue Regelung hier eingeführt, wie ihr da rechts sehen könnt. Gibt es jetzt die Regel... Das auch sehen. Das habe ich jetzt die Regel eingeführt, dass wir Sonderbonbons benutzen dürfen. Weil bei Nuzlocks darf man actually Sonderbonbons benutzen, weil wenn du einen Nuzlocke verkackst, musst du es eh von vorne machen. Und jedes Mal immer von vorne ein Pokémon hochgriden ist halt kacke. Und deswegen habe ich das jetzt mal als neue Regelung hinzugefügt. Wir rennen in der Arena rum, es ist so nebelig hier drin, ist ja wie Silent Hill fast. Ich weiß nicht, wie du es jedes Mal schaffst, wenn ich gerade sagen möchte, hallo und herzlich willkommen, dass du plötzlich einkommst und unterbrichst mit irgendeinem Kack, den keinen interessiert. Hallo, herzlich willkommen. Bruder, du sagst selber... Du sagst selber in meinem Intro immer irgendwelche Sachen. Ich mach mein Intro und du so... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde von Pokémon Hardgold und Soul Silver Nuzlocke. Heute mal wieder zusammen mit dem Arthur, der mich ständig unterbricht. Du unterbrichst mich auch ständig. Du unterbrichst mich auch ständig. Das ist die Wahrheit. Soll ich mal alle Streams mal zeigen, wo du im Intro gesprochen hast? Ja, mach mal. Werde ich dir zeigen später. Okay. So, wie das Streamtitel schon verraten hat, es heißt heute Jens gegen Jens. Ich gegen den Arena-Leiter. Mal gucken, wer von uns der Jensigste ist. Oh Gott. Wer ist der wahre Jens? Es ist dunkel, es ist neblig. Hallo Oma, kann ich Ihnen helfen? Die Oma möchte, glaube ich, kämpfen. Willkommen. Hier in Deep City werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Jetzt müssen wir gegen Jens kämpfen. Sieht ziemlich schnick aus. Vielleicht soll ich mir auch die Haare blond färben lassen. Und auch so ein Stirnband. Ja, so ein lila Band, ne? So. Ich bevorzuge aber lieber grün. So, dann bete ich einfach mal, dass wir nicht gegen ihn sterben. Also, dass kein Pokémon von uns krepiert. Deswegen setze ich jetzt auch keinen Walzer ein. Sondern ich bewerfe ihn gleich mit Steinen. Ich war dann am Samstag bei Disco People are People meiner Stadt genannt. Ach so, ja, nice. So, erstes Pokémon gewonnen-hittet. Ja, ebenfalls. Jetzt kommt ein Apollo Level 21. Er schickt gleich bei mir seinen Gengar raus. Oh, der macht direkt. Er macht Fluch, Alter. Er hat bei mir direkt seinen Gengar rausgeschickt. Oha, was? Okay, ich weiß, ich kann immer noch nicht fliehen, deswegen bewerfe ich dich weiter mit Stein. Nein, er hat Chantal verflucht. Gengar ist hart. Nein, er macht Hypnose, wirklich? Oh nein. Das tut weh. Oh. Wenn er jetzt Traumfresser einsetzt, dann bin ich im Arsch. Oh fuck, ich weiß nicht, ob er Traumfresser machen kann. Habe ich einen Aufwecker? Warum hat mir meine Mutter keinen Aufwecker gegeben? Ah, Status Heilmittel. Doch, ich habe einen Aufwecker. Ja, jetzt ist sein Gengar auch da. Komm, Seestrahl. Oh nein, das macht Spuckball. Bitte, mach nicht so viel Schaden. Oh fuck, es macht viel Schaden. Autsch. Ohohoho. Ah, fuck. Der Kackstift wird immer größer.
Ja, sein Spuckball hat ein bisschen viel Schaden gemacht. Autsch. Er macht schon wieder Spuckball, Alter. Ja, bei mir macht er auch wieder Spuckball. Nein! Don't do that! Ach nein, meine Spezialverteidigung ist gesunken. Bei mir auch. Oh mein Gott! Okay, warte, wenn ich jetzt mit Dingen weiter hier bleibe, mit Smetbo, dann ist es tot gleich. Schon zweimal Spezialverteidigung gesunken. Komm, ich schick Wurstbomb rein. Ah nee, warte, das ist ja eine Geistattacke, das wird ja meinem Chantal ja keinen Schaden machen eigentlich. Ach du Scheiße, mach das. Du wirst es nicht glauben. Hast du jetzt dein Gearrock verloren? Er hat meinen Einstein gewonnen-hittet. Nein. Ja. Scheiße. Ja, das spammt die ganze Zeit Spuckball. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ach, der spammt die ganze Zeit Spuckball. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ja, na nee, gut, bei Pflanzenattacken brauche ich jetzt gar nicht ankommen. Oh fuck. Nein, ich würde kein Pflanzen-Pokémon reinholen. Nicht, dass er eine Giftattacke kann. Oh, warte, soll ich jetzt riskieren, Chantal reinzuholen? Ich weiß nicht, ob der Spuckball. Komm, ich nehme ein Rührei. Ja, es hat keine Wirkung, ich wusste es. Okay, komm, Konfusion. Oh! Nice! Also, ja, es hat ja keine Wirkung auf ihn, weil es ja vom Typ normal ist, ein Rührei, ne? Oh, ich hab Gengar weggemacht. Warum nimmst du Stampfer als Metronom? Kannst du vielleicht etwas auch einsetzen, was auch Schaden machen kann? Zertrümmerer, Digga, hör auf mit deinen scheiß Normalattacken. Beziehungsweise Kampfattacken. Auffuhr! Digga, was soll denn das? Bitte mach nicht viel Schaden, oh Gott bless. Als ob, du willst mich doch verarschen. Nein. Du wirst es nicht glauben, Alter. Hat das gerade... Nein, ich sehe es gerade, Rührei ist tot. Es hat Finale eingesetzt durch Metronom. Warte, nein. Und es hat natürlich keine Wirkung aufs Gengar. Nein, es hat Finale gemacht. Ja. Nein. Das wird jetzt actually pretty interesting. Mann, jetzt hast du... Sandamir ist auch tot. Nein. Nee, das schaffe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Warte, ehrlich jetzt? Ehrlich, das überlebe ich nicht. Ja, Disco, also Macholo kannst du nicht reinschicken, weil das ist ja ein Kampf. Ja, und Blattsalat. Hat Blattsalat keine einzige Attacke, die er machen kann, was bei ihm also normal so Schaden macht? Giftpuder hat er. Ja gut, er hat drei Pflanzenattacken und eine Giftattacke. Oh. Nee, das überlege ich nicht. Nee. Never. So, mein einziges Psycho... Da ist ein Trainer? Warum kämpfst du mich jetzt an? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Du wolltest mich nicht ankämpfen. Oh nein, Jens. Ist es dein scheiß Ernstspiel? Gerade wolltest du nicht gegen mich kämpfen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das Oder macht mich, das gibt mir jetzt den Rest. Oh nein. Da muss meine Kopfnuss ran. Jetzt hoffe ich, dass ich... Oh, ich bin jetzt aus dem Party City. Na gut, noch ein bisschen nach Süden. Du hast nur ein fucking Felino gehabt, Alter. Ja, yeah, ich bin bei der Pension angekommen. Hoffentlich ist da noch ein Pokémon drin. Ist ein Ach, mein Trau... mein Trauma ist noch drin! Nein, du hast dein Trauma noch da drin. Ich hab mein Trauma noch da drin. Warte, wie viel, was für ein Level hat es denn? Warte mal, das werden wir gleich sehen. Warte, ich muss das mal abholen. Mein Trauma ist um 8 Level gewachsen. Oh mein Gott, wie das einfach passt, einfach. 900, dann ist es aber nicht so High Level. So, oh, neue Route, neue Pokémon. Wer bist du denn? Auber, was bist du denn? Sehe ich richtig, dieses Ding, das du bei dir trägst, ist doch ein Pokédex, oder?
Ach, also es ist ein alter Mann. Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist der Opa. Dann gucken wir mal, ich gehe mal ins hohe Gras. Ah, mhm. Oh, wow, ein Trauma. Ja, Level 12, es geht, ich könnte hier trainieren. Schade, dass es keinen Game-Shark-Code gibt für Sonderbonbons. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari in Fuxania City geleitet, aber es tauchten immer neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich die Initiative, ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich in Anemonia City eine neue Safari-Zone zu eröffnen. Dass wir zwei uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Wenn das mal guter Grund dafür ist, Telefonnummern auszutauschen, was? Okay. Wenn die Safari-Zone eröffnet wird, bist du der Erste, der davon erfährt. Also wollen wir Nummern tauschen? Nein. Doch. Sehr schön, eine gute Antwort. Ja, ich habe Baobas Nummer. Nice. In Ordnung, wenn die Safari-Zone fertiggestellt wurde, melde ich mich. Bei dir auf den Pokécom. Okay, sayonara. So, Mauzi hat schon Ehrennamen bei mir hier. Und mit etwas Glück kriege ich sogar noch ein gutes Pokémon. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Magnetilo. Was du, glaube ich, sogar bekommen hattest. Ja, ich habe Magnetilo bekommen. Du kannst auch im Gras dort einen Fukano kriegen. Auch ein Fukano? Ja, da gibt es auch einen Fukano-Encounter. Ja gut, das ist verständlich. Oh nein, nein, nein! Bitte sag mir jetzt nicht, dass jetzt hier Rivalenkampf ist. Was willst du, Ghostplane? Du schon wieder? Was stellst du dir eigentlich vor mit Verlierern? Was stellst du eigentlich vor? Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Oh mein Gott. Das Artwork muss ich mal einen Screenshot davon. Also einen Screenshot. Muss ich dir mal ein Bild machen. Das sieht echt actually weird aus. Was denn? Meine Lifetime, also wie lange ich jetzt schon live bin, ist auch verbuggt. Deine Lifetime ist verbuggt? Der Greenscreen macht da nicht so mit. Ja, merke ich. Eben. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arena-Leiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. So ein Unfug. Ein Pokémon, das zu schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Ah, jetzt wollte ich... Oh, es hat Teleport eigentlich. Und trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird es dir doch noch ein annehmbarer Trainer. Bruder, ich habe dich die ganze Zeit besiegt, du kleiner Keck. Also mein Trauma ist jetzt Level 23. 23? Oh nein, mein Trauma ist vergiftet. Ich habe ein giftiges Trauma. Ein giftiges Trauma? Ja. Oh Mann. So, Mr. Keine Ahnung, also mein Trauma rettet mir echt noch den Arsch, wenn es sein muss. So, was hat denn Mutter für mich eingekauft? Aber hab jetzt keine falsche Scheu mehr, du kannst mich jederzeit anrufen. Tanita. Ich überleg's mir. Nein, mein Trauma ist schon wieder vergiftet. Ah! Warum ist mein Trauma nur so giftig? Hey Leute, die Musik ballert hier übelst rein, Alter, beim Pokémon-Markt, wenn du das auf doppelter Geschwindigkeit abmachst. Wohl an, dürfte ich dir meine Telefonnummer anvertrauen, so kann ich mein Kommen in Zukunft stets ankündigen. Nein. What the fuck? So, alles klar. Gucken wir mal an. Matrose Pepe. Pepe. Der Typ heißt Pepe. Mit Vornamen. Dieses Pokémon hat immer das Meer für uns ausgeleuchtet. Aber dann wurde es plötzlich sehr krank. Seitdem regt es nur noch nach Luft. In Anemonia City auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben. Aber ich kann Amphi nicht einfach hier alleine lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen gehen? Ich halte dir auch den Eingang offen. Nein. Ja, ich habe nicht mal Ja oder Nein gesagt. Die geht schon davon aus, dass ich es mache. Oh, erst der Encounter im Wasser. Was kriege ich denn? Ein Tentacher? Ja, ich wusste es. Boah, da muss ich ja mal an hier Pokémon Fusion denken, an meinen Sky's Tuner. Ja, Mann. So, deswegen daraus Tuner, also wie Thunfisch wurde. So, Tentacher hat jetzt den wunderschönen Namen von mir namens Alien bekommen. Der kickt dich jetzt einfach so vom Pokémon runter. Genau. Der heißt Milos. Milos? Ja, Ricardo Milos. Oh, echt jetzt. Ich brauche keinen Schwimmreifen, ich halte mich am Wasser fest. Die heißt Elfi. Was? Die Schwimmerin ist einfach Elfi. No, Stranger Things confirmed, Alter. Was ist also mit Elfi passiert? Dum, 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 dum. Boah, ich liebe...
Ich liebe dieses Pokémon, Alter. Ampharos. Das ist so tanky, dieses Ding, Alter. Jetzt habe ich mir erstmal noch einen Nosferatu abgeholt. Nosferatu. Ich kann Donnerschlag erlernen, ui. Nee, tut's nicht, okay. Am Meeresgrund kann es sich nur durch ständiges Flackern seinen Lichtern der Umgebung kundtun. So, Lampi, Alter, willkommen im Team. Du heißt jetzt, weil du von Typ Wasser und Elektro bist... Kackehaufen. Nein, ich nenne dich Duschlampe. Aber so eine Duschlampe ist doch nicht elektrobetrieben. Ja, aber jetzt ist es eine Duschlampe. Ne? Eine Duschlampe oder... Eine Duschlampe, nicht Duschlampe. Ey, sag das was nicht zu mir. Kollege, ey. Vor allem Duschlampe passt einfach perfekt, der Name. Gerade noch den Arsch gerettet. Mit dem Phantomorden gehorchen die Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist doch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Surfer, my friend. Und jetzt, nehmen bitte das hier auch noch. Ich habe mir einfach gedacht, oh, das ist ein random Haus, ich gehe da mal rein. Oh, ich habe die Medizin für das Ampharos gefunden. Medizin willst du von mir? Ein Pokémon-Team wirkt jetzt nicht gerade schwer verletzt oder krank auf mich. Wo drückt denn der Schuh? Achso, dann geht es hier also um das Pokémon von Leuchtturm. Na klar, diese Medizin sollte genau das sein, was du brauchst. Hier, nimm. Geheimtrank. Anscheinend ist es ja doch ein bisschen geheimer, als ich dachte. Ich trau meinen Augen und Ohren nicht, du hast... Du hast Jens, den Arena hat er von Teak City besiegt, das ist unfassbar. Ich bin zur Pokémon-Arena gegangen, um dich anzufeiern, wusstest du das? Aber da schwebten überall Geister, also bin ich verduftet und nach Hause gegangen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Nein, ich will das Spiel nicht nochmal speichern. Oh, da ist ein Pokéball. Dieser unabbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Dieser Hey, Moment mal. Das Wasser ist schön warm. Ja. Warum wohl? Du kannst doch nicht an ihm vorbeischwimmen. Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich bei meinem Training stören. Ich werde nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. 7 Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker? Da hast du nicht, natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Alles klar, Hartwig. Oh, Goldini. Goldini. Noch ein Goldini. Wasser auf Level 29. Oh, ein Goldking. Oh, Goldking ist tot. Hallo? Das musst du auch die Geheimnisse der Strudelinseln zu ergründen. Ach, das macht Doppelteam. Och, nö. Das hat sich selbst verletzt. Du Opfer. Oh. Okay. War schön, dich gekannt zu haben, Schmidtding. Nein, nicht Schmidtding. Schmidtbo ist gestorben. Es wurde one-hitted. Woher sollte ich das denn wissen, dass er das kann? Wasserf hat einfach Steinhagel gemacht und hat Smetbo weggemacht. Scheiße, Alter. Das wusste ich doch nicht, dass er das kann. Komm, Disco-Pumper. Oha, da ist ein Gyarados. Mach mal Geowurf bei dem. Oh, der hat noch ein zweites Gyarados. Easy, beide Gyarados ist easy. So, jetzt muss ich mal kurz heilen. So, sein letztes Pokémon ist ein Quappo. Da wird doch Woldecke gut doch gegen ihn ankommen. So, sie sagt dann auch mal gute Nacht und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Sarah, schön, dass du dabei warst, ne? Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt in Anemonia City angekommen. Soll ich dir was sagen? Ja. Mein Hypno, mein Trauma, ist ja schon Level 37. Ach du Scheiße. Bitte tut es nicht.
Oh Gott. War das scary, Alter. Okay, warte mal. Ich kann ja in Anemonia City angeln. Arthur? Ich weiß, oben ist der Zyklen, aber der geht gleich wieder weg. Achso, ich dachte, das ist Zufall, dass er da ist. Nein, nein, nein. Das ist kein Zufall. Aber dass es gescriptet ist, I don't know. Du musst ihn halt so lange verfolgen, bis du dann irgendwann in Kanto kannst du den dann einfangen. Lol. Hallo Slushy, sag mal, war das nicht eben zur Ikone? Ich konnte es nicht richtig erkennen. Aber für den Hauch einer Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie da zur Ikone was mehr geblättert ist. Zur Ikone ist so schön und so stolz. Nee, 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 nee. So, hier ist eine Geheimmedizin. Kann ein Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ja. Nimm mir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Wie geht es dir jetzt, Amphi? Wo ist denn, die Troller? Ganz rechts, wenn du nach rechts gehst, da geht eine Treppe hoch und da ist ein Leuchtturm. Und da ist ein Leuchtturm? Ja. Oh, so ein Glück, es hat wirklich geklappt. Ich bin ja so dankbar, das ist alles sein Verdienst. In Ordnung, dann gehe ich jetzt zurück in die Arena. Wieso nimmst du nicht den Fahrstuhl? Okay, ich frage Interfakt das nicht. Alles klar. Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart, ne? Und ich würde mal sagen, das war's ja schon mal für heute. Danke, dass ihr am Start wart, hat Spaß gemacht. Wenn auch ein bisschen weniger. Für dich eher weniger. Ja, es ist passiert, komm. Digga, passiert halt mal. Das stimmt. Was soll man machen? Das war halt unlucky. Mein Auge juckt. Ich weine nicht. Nein, ich weine nicht. Ich hoffe, das zu behaupten. Keiner hat das behauptet. So Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Schönen Abend noch. Haut bye raus. Bye. Tschüss.